Hallo, herzlich willkommen, hier ist Defro und herzlich willkommen zu Subnautica. Zur dritten Folge, um genau zu sein. Wir spielen weiter. So, wir bauen jetzt, den Strahlenschutzanzug sollen wir uns bauen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Blei. So. Okay, Flüssigkeitsaufnahme. Wir haben, glaube ich, nichts dabei, ne? Nein. Achso, wir haben eine Rettungskapsel nochmal wieder. Oh. Oh nein. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich das Blei. Und es ist Salz. Haben wir denn jetzt automatisch schon die Tauchflasche ausgerüstet? Nee. Toll, wir hätten die auch ablegen können. Jetzt haben wir... Ah, wie dumm. Jetzt haben wir die mit der hohen Kapazität ausgerüstet, ne? Ja, ja, ja. Okay. Dann gehen wir jetzt nach unten, versuchen Blei zu finden. Local scans show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Eins von drei. Warte, da ist da nicht Blei drinne gewesen? Ja, wir haben genug Blei. Wir holen uns das nochmal schnell. Wenn wir so eine runden Dinger hier sehen. Mobilen Fahrzeugstation. Zwei von drei. Hier ist nochmal eine Salzablagerung. Ich weiß auch nicht, was wir mit dem machen können. Metallschrott, aber wir können nichts mehr tragen. Nein. Aber wie lange wir mit dem Sauerstoff einfach jetzt auskommen, ne? Okay, dann bauen wir uns jetzt den Strahlenschutzanzug. Dann gehen wir da vorne zu dem angegriffenen, zu der angegriffenen Rettungskapsel. Oh. Das Gute ist, dass wir richtig schnell mit dem Teil sind. Ich weiß nicht genau, wie wir das aufladen können oder ob wir uns noch... Ich denke mal, man kann es aufladen. Ja, ja, ja. Sorry, sorry, sorry. Essen. Ach so. Dann Strahlenschutzanzug. Okay, cool. Können wir Sachen auch wieder auseinanderbauen oder so? Das Ding nimmt super viel Platz weg, einfach. Das ist komplette Verschwendung, dass wir es überhaupt haben. Falls wir irgendwann Sachen zerstören oder verwerten können. Ey, eigentlich müssten wir mal diese Behälter bauen. Wo waren das? Irgendwo konnten wir das. Wasserdichter Behälter für 4 Titane, das machen wir direkt. Titane haben wir zum Glück auch Unmengen.
Brauchen wir auch auf jeden Fall. Das ist so ein Container uns bauen. Die auch irgendwie hier können wir. Können das Ding hier auch einfach irgendwo. Vorratsbehälter. Das können wir doch nicht mal bauen. Oder? Nee. Kann nichts davon bauen. Den Kompass jemals gebaut? Seek fluid intake. Wir haben den Kompass niemals gebaut, glaube ich, oder? Warum nicht? Okay, dann bauen wir den jetzt einmal. Dann können wir die Baupläne. Wir brauchen keinen Bauplan. Für Glas mehr und wir brauchen auch nicht. Ja, das Einzige, was wir brauchen, ist Kompass, wir brauchen Kupferdraht und Kabelsatz. Kupferdraht können wir bauen. Kabelsatz nicht, weil wir kein Silbererz haben. Warum ist er dann ausgerechnet um unter Wasser? Na, ist ja scheißegal. Da haben wir das rein. Warum liegt das jetzt hier alles? What? Hä? Ist das alles jetzt runtergefallen teilweise? Ja. Ah, okay, das Ding ist sogar nach oben. Wir kriegen schon wieder. Eine Nachricht. Mann, nimm die Qualle weg, du Affe. Bist du dumm? Dann nimm lieber das Pfadfinderwerkzeug wieder und. Das Ding nehmen wir da hin. So. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over? Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Okay, da sind also Sachen, Leute, die nach uns ja nicht wirklich suchen, aber auf jeden Fall Leute, mit denen wir in Verbindung stehen. Ja, das ist so ein Ding. Wir haben nämlich nichts mehr. Wir brauchen Wasser. Röhrenkorallenprobe. Weil das müssen wir. Oh ja, das müssen wir unbedingt machen. Röhren. Korallen. Probe. Ja, und dann Salz haben wir aber. Hier, glaube ich, noch.
Bronze ins Bild drin, ne? Okay. Wasser. Preparing the day's water ration ahead of time will help ensure against dehydration and eventual death. Vital signs stabilizing. Weil die letzte war verschwendet, scheiße, aber egal. Okay, so. Ach so, wir brauchen das Silbererz ja immer noch. Können wir da... Hey. Wir können bestimmt irgendwie Sachen auch aufladen, aber jetzt sind wir noch nicht so weit. Okay, dann schwimmen wir jetzt zu dem... Solange wir noch ein bisschen Batterie auf den Ding haben. Oder sollen wir vielleicht lieber dahin schwimmen? Egal, wir schwimmen da so hin. 36% ist ja auch noch ein bisschen. Ja, wir finden aus. Eine Karte hat das auch richtig lustig. Das ist tief. Wo das ist. Wir sind ja fast 100 Meter runter. Da ist sie. In der Nähe eines Höhlensystems wird angegriffen, wahrscheinlich von dem Viech da. Aber hier scannen oder so können wir nichts, ne? Ich will da rein. Lass mich da rein. Oh mein Gott. Ach, das ist da unten drinne. Ah, das ist ein Trick. Guck mal. Vielleicht sollten wir abhauen. Kommt. Was soll's. Also ich glaube, das PDA plus diesen Gen-Scheiß, was wir da gemacht haben, ich glaube, das war es schon. Hoffentlich. 30% noch. Achso, wir brauchen ja Silbererz. 2 Stück. Wir gucken mal, ob wir hier was finden. Be advised, a common complication for cave divers is loss of orientation, followed by eventual asphyxiation. Das haben wir vorhin schon mal gehabt, ne? Ist hier auf einmal nicht mehr. Silbererz. Blei nochmal. Wir haben auch noch Sauerstoff. 2 Silbererz mehr brauchen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Okay, aber davon ist auch schon der Ausgang. Dann machen wir die hier komplett leer. Haben wir noch irgendwas? Die greifen uns ja nicht an, die Kleinen. Ich jetzt jedenfalls nicht. Okay. Wo ist unser... Da. Ich schon jetzt einmal kurz... Ich schon mal kurz den Akku von dem Ding. Weil ich leider noch nicht weiß, wie wir den Akku aufladen können. Das Ding nochmal neu zu bauen, ist komplette Verschwendung garantiert.
und kann die 100%ig aufladen. Mich ärgert die Tauchflasche noch zu sehr. So. Kabelsatz. Und Kompass. Wunderschön. Den haben wir hoffentlich nicht schon gebaut gehabt. Aber ich glaube nicht. Ah, da oben, ja, tatsächlich. Cool. Ne, wir brauchen ja kein Medikit jetzt gerade. Haben wir noch Salz? Okay. Ja, dann würde ich uns noch mal Wasser machen. Okay, so. Wenn wir das Ding hier reinpacken, wird das irgendwie aufgeladen eventuell? Also ein Spind? Ne, hier, so ein Spind können wir ja mal machen. Wir kriegen schon wieder eine... Mehrzweckraum wäre halt voll geil, wenn wir sowas hätten, aber können wir noch nicht bauen. Konstruktionswerkzeug, bla, ja, bla, bla, bla. Wir kriegen schon wieder eine Nachricht. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. Ja, ach nee! I didn't know how bad. How many of you? I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. Das ist gut. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Hey. Ja, warte, wir gucken einmal, hat das irgendwas gebracht? Ich glaube nicht, dass das irgendwas gebracht hat, das da reinzustecken. Wir hatten 23% oder so. Ja, es ist immer noch 23. Schade. Da ist der Akku bald leer. Ich würde sagen, dass wir jetzt aber den letzten beim Trinken uns nochmal ein paar Fische holen. Können wir auf jeden Fall essen. Bye. Ich würde gerne 4 Stück holen, sodass wir 2 noch. Dass wir 2 jetzt essen, das müsste, glaube ich, reichen, um uns satt zu machen. Und
Zwei können wir dann mitnehmen. Dann haben wir unterwegs noch was, falls wir. Wasser haben wir ja auch mit. Falls irgendwas. Falls wir wenigstens ein bisschen Verpflegung haben. Gekochte Nahrung. Herstellen. Schade, dass man nicht mehrere gleich herstellen kann. Ah, ich habe zwei verschiedene Fische. Okay. Okay, das reicht, ja, würde ich sagen. Okay, dann. Gehen wir mal dahin. Oder schwimmen dahin, eher gesagt. Wir gehen ja gar nicht. Ne, das haben wir anscheinend schon. Die Seegleiter haben wir ja schon. Irgendwie nur Titan, wenn wir das scannen. Brauchen wir den? Ich glaube nicht. Labortisch. Seegleiter haben wir. Signalbojenfragment. Haben wir noch irgendwas hier? Gen.